Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuseher am Livestream, ich möchte Sie ganz herzlich wieder zu unserer allwöchentlichen Pressekonferenz in der Plenarwoche herzlich begrüßen. In altbewährter Manier wird unser parlamentarischer Geschäftsführer Andreas Winnert heute die parlamentarische Arbeit in dieser Woche vorstellen und steht natürlich dann auch für Fragen zur Verfügung. Bitte, Herr Winnert. Ja, herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir haben eine spannende Parlamentswoche vor uns und haben ja diesmal die Plenumssitzung am Donnerstag als quasi Highlight der Woche. Wir haben eine Aktuelle Stunde, wo wir noch gespannt sind, was da für ein Thema kommt, und haben selber uns erlaubt, einen ehemaligen Dringlichkeitsantrag nochmal hochzuziehen, nochmal zur Debatte ins Plenum einzureichen. Und dabei geht es um das Thema Steuern auf Steuern bei Kraftstoffen, weil wir mit großer Sorge die Lage draußen sehen. Und man sieht ja, dieser Tankrabatt, der ja von der Bundesregierung eingeführt wurde, funktioniert überhaupt nicht. Das Geld fließt in die Taschen der Mineralölkonzerne, aber kommt sicherlich nicht beim Endverbraucher an. Und von dem her ist es für uns ein wichtiges, dass das individuelle Fahren, sprich das Fahren mit dem Auto, mit dem Motorrad oder was auch immer Ihnen Spaß macht, und da logischerweise der Kraftstoff dazu verfügbar ist und auch leistbar ist, auch für kleinere Einkommen. Und deswegen wollen wir dieses Thema nochmal einbringen. Und wir haben gesehen, dass sich ja eben die Großwetterlage etwas verändert hat, seitdem wir diesen Dringlichkeitsantrag schon mal hatten, und wollen den jetzt nochmal debattieren, damit sich dann in Zukunft die Staatsregierung auch auf anderen politischen Ebenen dann dafür einsetzt, dass eben Steuern auf Steuern im Bereich der Kraftstoffe nicht mehr vorkommen. Das wäre unser Highlight im Plenum am kommenden Donnerstag. Dann haben wir einen Antrag im Bereich Landwirtschaft, und zwar nämlich die Nitratausnahmeregelung für organische Stickstoffdünger verlängern. Es geht uns darum, dass die Landwirte ja im Moment große Probleme haben, Stickstoffdünger als Kunstdünger zu bekommen, und solange der organische Dünger, sprich Odel, Mist oder was sie auch immer da ausbringen wollen, nicht frei ausgebracht werden kann, sondern streng reglementiert ist, solange haben wir hier ein Problem, dass zu wenig Nährstoffe auf die Felder kommen. Und wir würden gern hier eine Lockerung vorsehen zum Wohle der bayerischen Landwirtschaft. Da geht es eigentlich darum, hier jetzt gerade mit der Stickstoffkrise, Sie wissen, dass Stickstoffe schwer verfügbar sind, zumindest als Kunstdünger, weil vieles davon aus der Ukraine oder aus Russland bisher kam. Und wir wollen hier die ermöglichen, mit organischen, heimischen Dünger sozusagen das entsprechend auszugleichen. Das macht sicherlich mehr Sinn, als Kunstdünger auszubringen. Dann braucht es aber auch höhere Richtwerte, wenn zusätzlich dann kein Kunstdünger ausgebracht wird. Von dem her ist es ein sehr landwirtschaftsfreundlicher Antrag von uns, und wir hoffen da auch auf die Zustimmung der anderen Fraktionen. Dann haben wir im Gesundheitsausschuss einen Antrag, und zwar wollen wir gerne ein Fachgespräch zu Niederlassungsmöglichkeiten für Ärzte in Bayern. Es ist immer noch so, dass die Landarztversorgung laufend schlechter wird, auch mit Fachärzten auf dem Land wird es immer kritischer. Und wir wollen hier ein Fachgespräch über diese Niederlassungsmöglichkeiten von Ärzten in Bayern diskutieren, dass es nicht alles nur nach München geht oder in die Ballungszentren, sondern dass vor allem der ländliche Raum davon profitiert. Das ist uns ganz besonders wichtig, und hier würden wir gerne eben mit den Betroffenen Lösungen finden, denn alles, was die Staatsregierung von Freien Wählern und CSU bisher angegangen hat, ist halt leider nicht das, was wir uns gewünscht hätten, und vor allem hat es nicht gefruchtet. Von dem her brauchen wir endlich eine Lösung, bei der auch was positiv rauskommt.
Dann haben wir ein Thema aus dem Sozialausschuss, einen Antrag haben wir, der sich mit der steuerlichen Entlastung von Familien beschäftigt, gerade jetzt mit der Inflation, mit den niedrigen Einkommen, mit den schlechten wirtschaftlichen Aussichten ist es wichtig, jetzt vor allem Familien zu entlasten. Und wir hätten ganz gern ein Familiensplitting nach französischem Vorbild eingeführt. Und da hat man halt deutlich mehr Möglichkeiten, auch mit mehr Freiräumen bei der Berechnung der Steuern, dass man hier mit einem sogenannten Familienquotienten arbeitet und dass man hier vor allem Familien deutlich mehr entlastet. Wir haben hier ein Beispiel, ein Ehepaar beispielsweise mit drei Kindern und ein gemeinsames Einkommen ungefähr von 60.000 Euro im Jahr. Und dann würde hier mit der Familie, also wenn man alle mit reinpackt, ein Divisor 4 eingeführt werden, sodass man nur 15.000 Euro noch überhaupt versteuert. Und da liegen sie halt nur ganz knapp über dem Freibetrag. Das heißt, hier fallen minimale Steuern an. Sie zahlen noch ein paar, aber wirklich vergleichsweise minimal. Dann haben wir einen Antrag im Wirtschaftsausschuss aus unserem Arbeitskreis 3 für Wirtschaft und Digitales. Freiheit und digitale Selbstbestimmung schützen, Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, Nein zu staatlicher, privater Massenüberwachung. Und da geht es vor allem jetzt hier um diese Technologien, wo man Chatprotokolle und sogenannte digitale Identitäten identifizieren kann. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass entsprechend dem Grundgesetz unsere Bürger frei kommunizieren können. Wer nicht besonders in Erscheinung getreten ist, muss auch nicht überwacht werden. Und wir wollen hier eben diese Massenüberwachung beenden. Und deswegen braucht es hier ein klares Wort, was im Rahmen der Digitalisierung hier überhaupt zulässig ist. Und dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hat dem Ganzen klare Grenzen gesetzt. Ganz klare gesetzt, die auch wir als AfD so unterschreiben würden. Und von dem her wird es jetzt höchste Zeit, dass die Staatsregierung hier in die Gänge kommt. Scheinbar braucht es wieder einen AfD-Antrag dafür, dass was passiert. Gut, das war es soweit von den Anträgen diese Woche. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen guten Wochenverlauf. Dankeschön. Vielen Dank und auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön an alle Livestream-Zuseher und wir sehen uns dann nächste Woche. Alles Gute.